Hier gibt es Lothar, den vielbeschäftigten Chefarzt, der gerne Zeit mit und auf seinem Boot verbringt. Auf dem Rhein, an einem Ort, wir haben es gerade schon gehört, namens Glückswert, das erinnert ein bisschen an Nonnenmeer oder Grafenwind, ein altes Wort für Insel hier in unserer Region. Wie dieser Ort wirklich heißt, darf ich nicht verraten. Aber dafür heißt Neapel auch im Buch Neapel. Ja, Heidi und ich, wir haben das Motto heute so ein bisschen Gegensätze ziehen dich an. Wir sind uns in den Grundfesten einig, deswegen komme ich auch miteinander zurecht. Nur mein Pferd von Roll und dem Kurfürst ist bei mir ein Flugzeug. Und wir kommen jetzt also fast in die Istzeit, nicht ganz, aber es geht schon in die Richtung. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt immer so in mein Buch reingucke und nicht, wie es sonst viel lieber tue, die Menschen angucke und ihnen fast frei was vortrage. Kann ich nicht, weil meine Augen sind viel schlechter als Heidis Augen. Und ich krampfe mich hier an die viel zu kleine Schrift, aber auch das werde ich heute noch überstehen, wenn ich also ein bisschen gezwungen wirke. Liegt nicht nur daran, dass mir das keinen Spaß macht, sondern es macht mir großen Spaß, sondern daran, dass ich das so schlecht lesen kann. Endlich, zum zweiten Mal stand er mit offenem Schiebedach auf dem Krankenhausplatz. Der Winter war vorbei am 18. März. Die Luft roch wieder frisch. Keine Hausbahn mehr. Nichts wie hin zum Boot, die Planen runterholen, die Motoren starten und Leinen los. Gut, das mit der Planen und den Stützen darunter war vielleicht doch eher was für den Profi aus Mönchengladbach. Der hatte sie im letzten Herbst ja nicht nur produziert, sondern auch montiert. Dann eben zunächst den anrufen und das machen lassen. Später, aber selber hin. Wie witzig das Schild, vor dem er gerade wendet, um in seine Parktasche zu kommen. Da ist der Bote mit einem O, dem sein Platz gesichert ist. Die Sonne als Vorbote für das Wort mit dem zweiten O hatte er aber bereits beim Zufallen der Haustür im Kopf. Davor war es allerdings auch der Gedanke, ob so ein Ding nicht da eigentlich doch verzichtbar ist. Die ersten Sonnenstrahlen zerstreuen das jedoch im Flug. Der Richtige steht ihn am Sonntag wieder bevor. Abends noch schnell mit der Gattin in die Oper, ein paar Tränen bei La Traviata wegdrücken. Morgens geht der Flieger nach Napoli. Etwas Kontrolle und Betreuung blieb ihm auch da nicht erspart beim Freund und Patienten auf Ischia. So gut er sich auch erholt, die Krankheit saß doch noch in seinen Knochen. Und ob der kampanische Psychiater das wirklich alles so verstand, was ihm der Tedesco so zwischen Intelligenz und Wahn berichtete, wer weiß das schon. Als Gynäkologe würde er bestimmt keine Stufenmäßigkeit auslösen, sondern könnte auf der freundlichen Basis seiner Stippvisite reiten. Hötchen fahren käme später, auf dem Golf und so rennt, schipperte er sonst gerne rum. Früher allerdings mit höchstens 40 PS, die dann auf Führerschein frei gingen. In Deutschland ist bereits bei 5 Pferdestärken Schluss. Jetzt hat er immerhin 2x105 und dazu gleich 2 Führerschein. Damit kommt er auf vieles gewiss. Der Linienbus zum Aeroporto fährt ihn für 3 Euro zum Schnellboot. Von Beverello ist das in Nu auf der Insel. Etwas milder als bei uns, nicht viel. Hier geht es aber schon ohne Mantel. 2 Wochen vor Ostern. Ansonsten ist es wie zuletzt vertraut und heimlich verfallen und höchst menschlich, wenn der Besuch zuschlägt, wann er wohl zuschlägt. Dass da bisweilen auch bei Menschen etwas ausbricht, man kann es hier noch besser verstehen. Wie unendlich klug von seinem Freund, in seiner Verfassung dahin zu fahren und erstmal zu bleiben. Gerade in diesem Frühjahrsleben schläft man noch am besten und kommt schon dadurch zu Kräften. Das eigentliche Frühlingserwachen wird dann zum Zweifeln fest. Auch die professorale Lebensgefährtin der Nachrichtenmoderatorin hatte in ihrem Buch ja geschrieben, sie habe nur endlich mal ausschlafen müssen. 6 Wochen im Krankenhaus. Seine Frau hatte das gelesen und es dem Arztgast sofort erzählt. Alles, was der da zum Beispiel an Montoni immer noch total begeisterte, war allerdings die Fernsehschlagzeile von Harald Schmidt. Miriam Meckels Burnout. Mein Rückzug aus der Öffentlichkeit. Hier die Tourneedaten. In Forio setzte sich zunächst die Fußgängerzone zu Franco. Köstlich das Kartoffelbockwurstgemisch in der Calzone für 2 Euro. Nichts los, herrlich. Wieso kommen Sie sonst im Juli oder August? Völlig bescheuert. Denn jetzt gehört der Ort den Besuchern absolut nichts und niemand stört. Fast wie ein Anti-Stress-Sanatorium Bene.
schäme mich etwas, dass alles zu ist. Trotzdem bleibe ich dabei. Ischia ist das Zentrum Kampaniens, das Elba der Toskana. Das schrieb er abends auf seinen Doktorvater, genau genommen Sinste. Er ist der Ehefrau des zweiten Rektors seiner Dissertation. Man war gemeinsam hergeflogen, sie kam erstmals hin. Der Schüler war des Lobes voll und wollte sie nicht enttäuschen. Selbst hatte er gerade das Abendessen im Nobellokal hinter sich, in die Moncello nahm er als Absacker in der Wohnung darüber. Seinen Schützling mussten unter 8 Tropfen Seriennase erreichen. Der Beipackzettel verriet die Indikationen Therapeutike von Schizophrenie, akuter Chronika bis zu Alkoholismus. Geniales Zeug, da bekam ihn selbst der Chefarzt Angst. Macht aber nichts, schnell noch einen letzten Schnaps drauf. Salute, Herr Tutti. 40 Stunden nach seiner Ankunft stehen dann auch wieder seine Mitflieger vor dem Rückboot. Dem war es doch noch zu kalt und nass. Die ADAC-Reiseempfehlung, der man gläubig gefolgt war, kam einfach zu früh. Macht nichts, Sie sind der Insel nicht böse und gut genug, im Sommer wiederzukommen. Der Chefarzt spendet seinem Lehrer das Taxi zum Flughafen und auch die Professorengattin ist wieder vergnügt. Im Flieger zurück durchkreuzen 2 süditalienische Quasselschriften seine Lernabsicht zur internationalen Buchstabiertafel fürs immer noch ausstehende Sprechfunkzeugnis. Unglaublich, wie durchdringend und endlos 2 Einfallspinsel über nichts verlabern können. Gut, dass da zumindest auf See und den Binnenschifffahrtsstraßen etwas reglementiert ist. Vermutlich das Auto oder der Fußballclub lösen ihr permanentes Störfeuer aus. Solche Wortzeichen sind wirklich waffenscheinpflichtig. Früher hätten wir noch Kette geraucht. Jetzt muss dringend ein zusätzliches Redeverbot in den Flieger. Dagegen war der neapolitanische Gebrauchtuhrenhändler gestern Abend fast entspannt. Er gehörte zur Freizeittruppe des Patientenfreundes und hatte für den die erforderlichen Pflegedienste übernommen. Auch der umspielte das Geldthema allerdings unnötig lange. Fortan sei sein Einsatz sicherlich überschaubar. Die ersten 10 Tage könne man aber mit 500 Euro nicht annähernd erfassen. Das sei bei ihm zwar doch Freundschaft, aber seine Frau und seine 3 Kinder hätten ihn schon sehr entbehrt. Auch sei er ja arbeitslos und hätte sonst bestimmt die eine oder andere Rolex, welcher Herkunft auch immer, verkauft. Tatsächlich taugt allerdings nur die Patek Philippe etwas, die er auch gerne anbietet. Also weitere 500 und dafür noch ein paar Wortschwalben, dass ihm das Geld eigentlich ganz egal sei. Der Inselwinzer, der auch noch da war, vor Ostern noch mehr als zu tun hatte, lässt es teilnahmslos geschehen. Vor seiner Ankunft hatte er dem Chefarzt allerdings signalisiert, der müsse den Patienten wohl mitnehmen, denn sonst keine Mitspieler. Jetzt aber sind beide ruhig, dass fortan auch die 2-mal tägliche Visite durch das kiffende Faktotum sichergestellt ist. Für weitere 500 pro Woche versteht sich. Ein Freund weniger, Gott sei Dank. Nur die liebe Familie muss noch auf Spur gebracht werden. Die hat auf seine Weigerung, den Urlaubssitz in eine bayerische Spezialklinik zu verlegen, mit Abberufungsversuchen vom Geschäftsführeramt in der Familienfirma und Vollmachtsentzug reagiert. Dabei verdient er für alle das Geld, auch auf Inselbüro. Vielleicht kann der Chefarzt auch da noch vermitteln. Schon mittags rufen aber erstmal die eigenen Dienstpflichten zu Hause. Ein Oberarzt fordert den Betriebsrat, die Verwaltung tobt. Er aber findet es eigentlich prima. Nur so kommen die pflegerischen und ärztlichen Belange auch bei der Leitung zur Geltung. Gestreikt haben die wenigen Gewerkschaftsmitglieder ohnehin schon. Warum dann nicht noch einen Unkündbaren dazu, der im Zweifel für die Patienten kämpft? Das müssen Sie doch alle, auch wenn der kaufmännische Geschäftsführer nicht darauf vereidigt ist. Dass er trotzdem das ärztliche Personal bestimmen darf, ist der eigentliche Skandal.